Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck der Ölkonzern BP. Wie viele Punkte holt die Aktie? Das erfahrt ihr gleich. Zuvor noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und stellt keine Handelsempfehlung dar. Los geht's mit dem 6-Punkte-Check, das erste Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? BP kommt aus Großbritannien und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 74 Milliarden Euro. Also beides ist erfüllt und damit gibt es hier einen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat BP und zwar ist die Dividende hier zwischen 2010 und 2019 von 0,09 auf 0,32 britische Pfund je Aktie angestiegen und in diesem Zeitraum gab es einmal eine Dividendenkürzung. Und aufgrund dieser einen Kürzung gibt es hier einen halben Punkt statt einen Punkt. Und schauen wir uns das einmal kurz nochmal an hier in der Dividendengrafik im Aktienfinder-Tool. Und da sehen wir, dass hier in 2010, vor 10 Jahren, gab es 0,09 britische Pfund und dann auch einen Anstieg bis 2012 und dann gab es eine leichte Kürzung in 2013 um 0,01 britische Pfund. Ansonsten fast jedes Jahr eine Steigerung. Okay, damit machen wir weiter im Check und zwar mit dem dritten Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Und hier die Aktie seit der Finanzkrise zwischen 2018 bis aktuell am meisten an Wert verloren und zwar ca. 61% nach aktuellem Stand. Und deshalb gibt es hier einen Minuspunkt. Und das sehen wir auch nochmal hier im Chart. Den habe ich hier schon aufgerufen. Seit circa Herbst 2007. Und hier war die Finanzkrise bis 2008. Hier die Aktie sich noch relativ gut gehalten. Dann hier war die Katastrophe auf der Ölplattform Deepwater Horizon. Habt ihr bestimmt mitbekommen damals in den Medien. Hier ist die Aktie ein bisschen mehr als, hat sich ein bisschen mehr als halbiert, aber nicht so stark ist sie damals eingebrochen wie zuletzt jetzt seit 2018 bis aktuell, wo die Aktie, wie gesagt, ca. 61% an Wert verloren hat. Dann weiter im Check mit dem vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Hier ist die Aktie auch ziemlich deutlich gefallen, wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut. Und zwar um ca. 46% nach aktuellem Stand. Und deshalb auch hier einen Minuspunkt aufgrund dieser langfristigen schlechten Performance zuletzt. Dann zum fünften Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Jahr? Hier soll es in 2020 einen Verlust geben, aufgrund der aktuellen Krise. Zumindest laut aktuellen Schätzungen. Und zwar ein Verlust wird hier prognostiziert von den Analysten von 0,03 Euro. Aber im nächsten Jahr soll es wieder einen Gewinn geben von 0,23 Euro. Und aufgrund dessen, dass es wieder einen Gewinn geben soll nächstes Jahr, gebe ich hier einen Punkt. Allerdings ist es natürlich, sind diese Prognosen der Analysten natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aufgrund der aktuellen Krise, die können sich noch im nächsten Jahr natürlich noch deutlich ändern wieder. Die
vorhersagen. Aber aufgrund der aktuellen Schätzung gebe ich hier einen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Hier liegt das aktuelle KGV für 2021, also auf Basis der Prognosen für das Jahr 2021. Hier liegt das KGV aktuell bei 14 und deshalb gibt es hier ebenfalls einen Punkt, da es deutlich unter 30 liegt. Und damit können wir zum Gesamtergebnis kommen. Und hier holt BP bei meinem Sicherheitscheck 1,5 Punkte von 6 maximal möglichen Punkten. Also kein berauschendes Ergebnis. Und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie auch auf der zweitschlechtesten Stufe. Und in meiner Rangliste aller bisher gecheckten Aktien hier auf YouTube, zumindest in meiner ersten Videoserie, hier landet die BP-Aktie momentan am unteren Ende, und zwar auf dem 55. Platz. Den teilt sie sich mit ein paar anderen Aktien, die ebenfalls 1,5 Punkte geholt haben. Und insgesamt habe ich bis jetzt, wie ihr seht, 73 Aktien geprüft in meiner ersten Videoserie. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Und noch ein Hinweis, mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Macht's gut, bis zum nächsten Video.